Meine allerliebsten Freunde, herzlich willkommen zurück hier auf dem besten Kanal auf YouTube, wenn es um Musik geht und um meine allerschönsten Spezialgäste. Heute vielleicht jemand, den einen oder anderen, der vielleicht die K-Pop-Reactions hier guckt, kennt. Und zwar Dana Rolle. Andere Seite. Achso, ja. Wir kriegen das auf jeden Fall irgendwann mal noch hin. Ich habe gehört, wenn wir die 1000 Abos knacken, es liegt an euch. Wirklich, es ist nicht unsere Schuld. Ich glaube, es ist wegen der Spiegelverkehrt-Geschichte hier auf dem Bildschirm. Keine Ahnung. Vielleicht sind wir auch einfach nur doof. Es ist Veröffentlichungsfreitag, mein Branding für den Freitag, an dem alle Songs rauskommen. Ich habe eine Frage. Ja. Schreibst du den Veröffentlichungsfreitag mit V am Anfang oder mit F, wegen FF? Ja, wegen FF natürlich mit V, mit F, weil wird ja Veröffentlichung für alle Legastheniker wird ja sowieso mit F geschrieben. Das ist ja auch genau diese Verwechslung zwischen V und F ist ja genau das, was auch sehr gerne und häufig passiert. Und ich nutze das einfach aus und mache einfach FF draus. Aus dem FF. Der Veröffentlichungsfreitag. So, wir haben hier ganz frisch eine Nummer von einer meiner Lieblingsdeutsch-Künstlerinnen. So ein bisschen Hip-Hop hat sie ja schon auch drin. Muss man sagen, ich habe sie auch gerade beim hiphop.de Release Friday, kleine Konkurrenz, nein, nicht Konkurrenz, aber habe ich sie auch schon genannt, obwohl sie nicht so viel mit Hip-Hop zu tun hat, aber eigentlich irgendwie auch schon, weil die Beats, der hier auch, wurde von Lucry produziert und gemixt sogar von Lucry und gemastert von Lex Barkley, also alles Namen, die man vor allen Dingen aus dem Hip-Hop kennt. Wir wollen uns das Video mal anschauen, die Nummer kenne ich noch nicht, ich habe kurz reingehört, nur um halbwegs vorbereitet zu sein. Ich kenne den Text aber schon, weil wir da etwas hier im Studio schon gemacht haben. Katja war schon zweimal hier, wir haben einmal ein Video gemacht mit Phil Laude, das war diese 5 Minuten Song Challenge. Könnt ihr, glaube ich, war auf Katjas Kanal? War auf Katjas Kanal. Ja, aber auf Katjas Kanal, könnt ihr euch gerne anschauen. Du hast ein Video mit Katja gemacht, für alle, die wissen wollen, wie Katjas Name eigentlich richtig ausgesprochen wird. Ich weiß es mittlerweile, das war ja das letzte Mal mein Problem und da hat sich Katja kurzerhand hier mal mit eingemischt. Du hast ja erst die Frage gestellt und dann war sie plötzlich da und konnte sie beantworten. Plötzlich da und dann konnte sie es beantworten. Es war sehr, sehr cool. Also ich mag Katja tatsächlich sehr, sehr gerne, muss ich dazu sagen. Ja, ich finde sie wirklich sehr gut und wirklich coole Sau. Tolle Frau auf jeden Fall. Und sie hat auch sehr gut performt hier vor dem Mikrofon. Ich habe sie, wie gesagt, schon im Studio gehabt und da dürft ihr auf jeden Fall auch noch euch überraschen lassen, was da kommt, was hier im Studio produziert wurde. So, wir kommen jetzt aber zu Wer bist du? Text fand ich schon sehr, sehr cool, das weiß ich auf jeden Fall. Und die Melodie bin ich gespannt. Das war schon sehr ähnlich wie. Na, gucken wir Vielleicht mache ich das Bild aber groß. Mach das Bild groß. Weil ich habe schon auf ihrem Instagram die ganzen Bilder, die Fotos sahen mega geil aus mit diesem langen Mantel. Wo sie nackt durch die Stadt. Ah ja, ja, okay. Das war genau der Mantel. Sie hat das Video, haben die so gemacht. Oh mein Gott, ich bin komplett. Mega, oder? Nice. Safe würde ich auch machen. Oh mein Gott. Wie geil. Alter, wie gut sie bitte in dem Video aussieht. Also nicht, dass sie sonst nicht gut aussieht, aber wow. Ja, sie sieht richtig gut aus. Ich habe, gerade die Speaker schon wieder angehabt. Wenn der Ton ein bisschen verkackt war, dann war es wegen mir, weil ich die Speaker anhatte. Warst du so abgelenkt? Ja, sorry. Ja gut, das ist Katja. Ich habe aber die Frankfurter Skyline erkannt. Grüße gehen raus nach Frankfurt. Sie sieht wirklich fantastisch aus, muss man einfach sagen. Diese Stadtszenen aber mit diesem Mantel, das sieht super geil aus. Ich habe schon die Fotos gefeiert. Ich auch. Die Fotos habe ich auch gesehen, aber ich würde mich niemals trauen. Nee. Das ist mir so unangenehm. Vor allem, wenn da noch so viele Leute stehen und gucken und du merkst, wie die ihre Kameras und Handys rausholen. Geil. Mega geile Aktion einfach. Okay. Heftig, ey, mutig. Bis hierhin sowieso schon Abriss. Ja, aber also mutig eigentlich nur, sich nackt zu zeigen, aber sie es ist nicht mutig, weil sie kann sich auf jeden Fall zeigen. So, weißt du? Also das ist so. Aber es ist schon nochmal was. Sie hat definitiv die Figur und Statur dazu. So. Ich gebe Kickdown und das war's, mache Hits und bringe Six Talks in die Charts. Mach mal locker, denn dein Boyfriend nennt mich Shots. Guter Brace-Fan auf jeden Fall. Ja.
Was sagst du? Guter Spray-Tan auf jeden Fall. Ah. Ich kann nichts für mein Fame. Hate nicht die Bitch, hate das Game. Hate nicht die Bitch, hate das Game. War das im Automaten? War das im Automaten? Oh mein Gott, sowas wollte ich auch schon immer mal machen. Die ist wirklich im Automaten? Ja, Mann, ist hä, wie kommt man denn da rein, Alter? Das ja, wie kommen denn die Kuscheltiere da rein? Irgendwie ja, aber das ist so eine große Klappe, dass da eine Katja reinpasst, oder ist sie so klein wie Kuscheltiere? Die ist schon klein. Nee, sie war ja hier, sie ist ja schon, sie ist schon die eigene zierlich. Auf jeden Fall, aber jetzt nicht wie so ein Kuscheltier. Vielleicht ist sie so gelenkig wie eine Schlange. Also das würde mich interessieren, wie die da reinkommt. Vielleicht ist Katja insgeheim so ein Schlangenmensch. Sie ist auch mit diesen Teddybärchen hier auf jeden Fall. Ja. Die haben echt jedes Mal, glaube ich, auch nur aus YouTube-Richtliniengründen das Ganze hier nachträglich noch zensiert. Sie ist doch safe nackt in diesem Bällebad. Yeah. Ich hoffe, die haben die Bälle vorher desinfiziert und gewaschen. Ich befürchte fast nicht, aber vielleicht hat sie ja so einen kleinen Schlitzschutz gehabt, wenn man das so nennen kann. Gibt es da auch so Sachen, die man sich da für Kinofilme extra dran kleben kann? Irgendwie sowas, ja, habe ich schon für irgendeinen Film, wenn die diese Sexszenen drehen. Mhm. Ja, krass, okay. Geil, aber. Geile Frisur auch. Ah, ja, ja, ja. Geil. Geiles Konzept. Also sie hat definitiv auch noch was an. Du bist aber ein prächtiger Hintern, so oder so. Oh, yeah. Sie hat aber was an, aber das wurde zensiert. Ich glaube, Katja ist hier vielleicht auch ein bisschen bedeckt, aber ich glaube in den meisten Szenen tatsächlich nicht oder nur sehr, sehr knapp. Krass, das ist schon echt krass. Bitte probieren, aber bitte liken und kommentiert. Also geh auf mein Profil, ja, ist genau. Mein Arsch und Tank, was, das ist euch zu. Mal eben kurz die Tür geöffnet. Krass, dass YouTube das alles, sie hat ja schon Probleme gehabt mit dem Kanal und so weiter. Ist jetzt zensiert. Ist jetzt, ja gut, aber ich weiß nicht, YouTube ist da schon sehr, sehr streng. Ja. Also, es sieht aber, ich muss sagen, so vom Framing her, vom Shot, die Komposition des Bildes sieht echt cool aus. Es ist ein wahnsinnsschöner Shot. Tatsächlich. Vielleicht ein bisschen Beleuchtung ins Gesicht wäre noch gut. Wenn ich sie wäre, würde ich hoffen, dass sie davon auch ein richtiges Foto gemacht haben oder der Still richtig gut ist, das würde ich mir safe zu Hause aufhängen. Und? Das ist so geil. Ey, es fällt mir jetzt erst auf. Die überleg Schuhe? Mal, auf was für Schuhen die diesen Move gerade macht. Yeah. Das ist ja schon Pro-Level-Skills. Alle Striptease-Tänzer, das kriegst du ja sonst nicht einfach so hin. Ja, da musst du echt ein bisschen üben, vor allem, weil die vorne abgerundet sind. Oh mein Gott. Heißt, wenn du dein Gewicht ein Stückchen nur minimal zu weit nach vorne verlagerst, fällst du direkt nach vorne, weil die vorne nicht flach sind, sondern du rollst dann ab wirklich auf denen. Uff. Ja. Also Katja, mad Props an dich. Unfassbar. Das fällt mir jetzt erst auf. So, es sind ja nur ein paar Frames, die du hier siehst. Da checkst du das ja gar nicht. Dass sie eigentlich wirklich in diesen Schuhen da einen krassen Move. Ja. Wer weiß, wie oft sie da hingeflogen ist. Ich glaube, die hat da auch nichts an, ehrlich gesagt. Hier sieht man ja noch ihre Arschbacken hinten und dann. Also da wird mir schon ein bisschen warm. Nicht ums Herz. Das ist euch zu viel. Wieder. Was kommt jetzt? Ja, Mann! Beste Szene, Alter. Das ist ja geil. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Warte. Das schreit nach Standneutime. Das ist der Lacher überhaupt. Warte mal, wie kann man sexy gucken? Lecken vielleicht? 4. So ist gut. Geil. Okay. Ja, doch, das geht. Auf jeden Fall. Also die Thumbnail-Time, ihr wisst, wozu sie da ist, damit ihr genau die Reaktion hier im Thumbnail seht. Das ist wirklich der Hammer, Alter. Das finde ich mega gut. Hate nicht die Bitch, hate das Game. Hate nicht die Bitch. Ich liebe diesen Satz übrigens. Hate nicht die Bitch, hate das Game. Wenn du redest, bla 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 bla. Meine Fake-Tits sind die Statements. Auch Sachen gepostet.
die Home-Sex-Tape-Szene hier. Nice. Ey, Hammer, richtig cool. Das Video Mad Respect auf jeden Fall auf alle Grenzen in Deutschland gesprengt gerade wieder. Ultra, oh ultra mein geil. Gott. Beat, ja, sehr cool. Ich habe tatsächlich, also wie gesagt, sein Blick. Er ist schon so auf Modus, Alter. Er hat ganz kurz schon so, Moment mal, hier passiert doch gleich irgendwas. Aber das finde ich fast, ich weiß nicht, da sind so viele krasse Szenen, aber das ist auf jeden Fall auch mega hart. Wo ist das? Aber das ist nicht in Frankfurt. Haben die das so in Holland oder sowas gedreht? Hä? Also in Holland ist es nee. Einfach. Ja, ich meine, die Holländer, die sind ja dafür bekannt, vielleicht, dass sie mit Sexualität ein bisschen offener und freier umgehen. Aber irgendwie, also es sieht nicht nach Deutschland, vielleicht ist es... Wie direkt alle kommen und schon, vielleicht haben die den Shot schon mal gemacht und dann sind dann nur die Leute, haben das gecheckt und sind jetzt darauf aufgesprungen. So, gehen wir mal auf die Musik ein. Das ist ja eigentlich mein Job hier, aber bei Katja müssen wir mal eine Ausnahme machen. Also, Produktion, tontechnisch kann ich direkt schon sagen, dass das Mixing und Mastering super ist. Also wirklich voll on point, da gibt es wirklich gar nichts, was man da irgendwie kritisieren könnte, meiner Meinung nach. Ihre Stimme klingt... Super, ich hatte zwischendrin, sie hat auch schon Nummern gehabt, wo sie nicht ganz so viel Autotune drauf hatte oder nicht so viel getuned wurde. Hier ist es zwischendrin schon mal der Fall. Ich muss das Video ausmachen, glaube ich, um die Kritik hier machen zu können. Ne, also wie bei du, da ist dieser kleine Sprung, das ist so ein typisches Autotune-Ding. Es ist sehr, sehr viel hier drauf, also nicht sehr, sehr viel, aber viel mehr, als sie bei manchen anderen Songs hatte. Jetzt habe ich sie hier schon im Studio gehört und das Ding ist, sie klingt mit weniger, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, ob ich besser sagen möchte, aber auch verdammt gut. Es ist halt anders, ne? Ja. Ist ja auch nicht hier so korrekturmäßig eingesetzt, sondern ja, so als Stilelement. Ja, als Stilelement, klar, das muss man natürlich auch immer ganz besonders betonen. Autotune hier in dem Fall wirklich als Stilmittel eingesetzt, das kann man absolut machen, das macht auch Sinn. Vielleicht hier in dem Gesamtkonzept macht das, ja, macht es vielleicht sogar mehr Sinn, so in diesem Stil, dass man ein bisschen mehr Autotune drauf hat. Aber wäre auch nicht schlechter gewesen, glaube ich, mit ein bisschen weniger, weil ich habe ihre Stimme jetzt auch so gehört und ich muss sagen, es ist wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Ich weiß nicht, wann das rauskommt, aber das wird auf jeden Fall cool. Bist du? Drip auf das Leder, 300 Cockpit mit der Crew. Ne, auch hier schön die Doubles und so, dann immer hart rechts, hart links und so weiter. Sehr coole Idee hier mit den Spielzeugautos. Hier im Hintergrund, ich weiß nicht, ob das ein Adlib ist. Ne, ist. Ne, ist ein Instrument, ne? Ich glaube, ist ein Instrument. Ja. Es sind auch überall immer so kleine Details, die dann immer drin sind in der Produktion. Ja, ich gebe Kickdown und ne, hier ein schöner kleiner Drum-Fill-In, also Drum, eigentlich mehr Percussion. Ja, ich gebe Kickdown und das war's, mache Hits und bringe Sextalks in die Charts. Mach mal locker, denn dein Boyfriend nennt mich Schatz. Ich bin fair. Und die Hi-Hats hier zum Beispiel sind, finde ich, auch richtig angesetzt hier vom Mixing her. Die haben nämlich kaum Höhenanteil, sondern die klingen relativ dumpf, bringen aber rhythmisch das Ganze gut nach vorne. Das ist sehr wichtig. Oft passiert es, dass dann die Hi-Hats einfach viel zu hoch angesetzt oder die Höhen einfach viel zu präsent sind. Das passiert gerne mal, der Fehler. Ist mir persönlich auch schon passiert. Macht aber nicht in jeder Produktion Sinn und man verdeckt da meistens dann irgendwie auch die Vocals. Hier kann man übrigens auch ganz gut sehen, dass die Mädels haben auf jeden Fall zumindest hier was an. Und Katja vielleicht, aber trotzdem nicht. Ich bin fair und was bist du? Ich kann nichts für. Na, hier auch so Vocal Chops drin. Ich kann nichts für mein Fame. Hält nicht die Bitch. Kann ich nicht. Kann ich nicht. Ja. Geil. Ich finde diesen Satz, hate nicht die Bitch, hate this game, finde ich mega stark.
Das ist so ein starker Satz, Alter. Den kannst du auf so viele Ebenen irgendwie noch übersetzen und verstehen und keine Ahnung. Also den finde ich richtig stark. Das stimmt, der kann richtig tiefgründig werden. Der ist tiefgründig, ja. Der ist mega tiefgründig. Als sie, also hier den Text, ich fand den da schon, der bleibt auch so krass hängen, weil ich finde den, vielleicht auch nur bei mir, weil ich den super finde, aber ich finde den richtig geil. Hier, ein Token ist nicht immer ein Gewinn, aber Katja auf jeden Fall. Hält nicht die Bitch, hält das Game. Auch hier dann nochmal so wie so ein Spieluhr-Sound, so als kleines Detail hier drin. Die Bitch hält das Game, hält nicht die Bitch, hält das Game. War da nicht auch wie so ein Tape-Stop? Hält nicht die Bitch, hält das Game, hält nicht die Bitch, hält das Game. Ja, so, ja, stimmt, ganz kurz. Ja, aber ich weiß nicht, ob das auf ihrer Stimme lag. Hält nicht die Bitch, hält das Game. Ah, das ist kein Tape-Stop, aber sowas in die Richtung so... Ja, es kann doch trotzdem ein Tape-Stop sein, aber der ist einfach nur sehr schnell eingestellt. Oh. Den finde ich jetzt hier nicht so ganz so sinnvoll, weil man das fast wie ein Störgeräusch eher wahrnimmt oder gar nicht. Ist jetzt nicht so... Bringt der Produktion jetzt nicht viel, finde ich. Aber so. Nicht die Bitch, hat das Game. Na, 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 na. Ist du eh nicht, wenn du redest? Ey, bla, 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 bla. Meine Fakes sind die Statements. Na, auch hier dieses Instrument, wo ich dachte, dass es ein Vocal wäre, aber das, weil das so ein bisschen heulerisch, so ein bisschen irgendwie sowas. Genau das. Na, auch die Na-Na-Nas, dann gedoppelt, Stereo, schön hart rechts und links jeweils nochmal eine Stimme auf jeden Fall. Sehr geil. Ja, also geht auch schön auf in der Hook, alles komplett abgeholt. Fantastische Produktion. Also kann man nicht anders sagen. Das Ganze, wie gesagt, sowieso Daumen nach oben, so oder so, genauso wie es auch bei mir macht, nicht vergessen. Produziert von Lucry, ja, eben aus dem Hip-Hop-Mix, auch Lucry und Master von Lex Barkley, kennen wir auch viel im Hip-Hop, machen die Jungs hier. Deswegen sehr, sehr cool. Props gehen auf jeden Fall raus und ja, ich meine, vom Rhythmus her hat das ja auch einen gewissen Hip-Hop-Groove. Ich würde es jetzt, es ist schon Pop, aber im Sinne von populär, oder Popmusik im Sinne von populärer Musik, weil es mainstreamig angelegt ist, weil das Ganze eben harmonisch angelegt ist und ja, aber richtig schön. So, ich hoffe, Thumbnail hatten wir schon, super. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Falls ja, lasst gerne ein Abo da, nicht vergessen, ein Glöckchen an für den Ehrenmann und wenn ihr mehr von Dana sehen und hören wollt, dann checkt ihr auf jeden Fall ab. Sie ist unten verlinkt in der Beschreibung. Sie hat einen eigenen YouTube-Kanal und Instagram und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Ja, bis zum nächsten Video. Tschüss.